Durch die Heirat meines Vaters habe ich eine neue Stiefschwester, aber sie ist eher wie ein kleiner Bruder. Bruder, ich habe es langsam satt, Manga zu lesen. Okay, spielen wir dann ein Spiel? Sie heißt Akira und ist im ersten Jahr der Highschool. Sie sieht aus wie ein hübscher Junge, aber sie ist ein richtiges Mädchen. Wir haben ähnliche Hobbys und verbringen unsere Zeit an den Wochenenden zusammen. An diesem Tag waren wir wie immer zusammen. Hey Bruder! Was gibt's denn? Bruder, warum machen wir nicht ab und zu was Sportliches? Nämlich was? Das wäre dann Versteckspiel mit verbundenen Augen. Blindes Versteckspiel? Was ist das? Der Suchende bekommt die Augen verbunden, wenn er nach anderen Personen sucht. Klingt lustig, oder? Klingt anstrengend. Komm schon, lass es uns machen. Ich wollte dieses Spiel mit dir ausprobieren. Okay. Ich habe ein Scheresteinpapier verloren. Akira hat mir eine Schlafmaske zum Aufsetzen gegeben. Aber... Was ist das? Ich kann nichts sehen, es ist stockdunkel. Ich glaube, es ist unmöglich, dich zu finden, wenn du dich weiter bewegst. Das wird schon gehen. Die Regeln sehen vor, dass sich der Versteckte nicht mehr bewegen kann, nachdem er sich versteckt hat. Ich habe den zweiten Stock durchsucht, während Akira sich unten versteckt hat. Er sucht bestimmt oben. Ich bin genau hier, Bruder. Jemand ist hier. Ist es ein Paket? Oh, du bist es, Hinata. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Wir haben uns versprochen, heute zusammen auszugehen. Oh, das habe ich total vergessen. Komm schon. Das ist Hinata Ueda, eine Klassenkameradin von Akira und eine gute Freundin von ihr. Ihr älterer Bruder ist einer meiner Freunde und ich kenne ihn schon seit der 3. Klasse. Sie ist auch eine Schönheit. Sie hat eine energische Persönlichkeit und ist in allem gut. Durch Zufall wurde Akira in Hinata-chans Klasse versetzt und sie wurden Freunde. Das tut mir leid. Ich mache mich fertig. Kannst du oben in meinem Zimmer warten? Ich bringe dir einen Drink. Vielen Dank, ich werde auf dich warten. Auch wenn du siehst, dass etwas Seltsames vor sich geht. Ignoriere es einfach, okay? Etwas Seltsames? Genau in diesem Moment durchsuchte das seltsame Ding das Schlafzimmer seiner Eltern, ohne zu wissen, dass Hinata-chan zu Besuch war. Ich kann sie überhaupt nicht finden. Das ist unmöglich. Es ist schon eine Weile her, dass ich in diesem Zimmer war. Ich erinnere mich, dass ich beim Aufräumen geholfen habe, bevor sie eingezogen ist. Ich frage mich, ob Ryota-senpai heute zu Hause ist. Vielleicht sollte ich ihm Hallo sagen. Ryota-senpai, ich würde ihn gerne sehen. Akira, bist du in diesem Zimmer? Ryota-senpai? Ich spüre, dass da jemand ist. Du musst hier drin sein. Was macht er denn da? Ist das die seltsame Sache, von der Akira gesprochen hat? Befolge die Regeln. Du darfst dich nicht bewegen. Könnte das blindes Versteckspiel sein? Hat Ryota-senpai dieses Spiel mit Akira gespielt? Ich meine, spielen die beiden immer diese Art von Spielen? Wenn sie das wirklich tun... Genau hier! Oh. Er umarmt sie also wirklich so fest. Machen sie das immer? Akira, seit wann bist du so haarig geworden? Oh, das ist doch nur ein Stofftier. Was soll ich tun? Er hat nicht gemerkt, dass ich hier bin. Moment mal. Ist das nicht eine Chance, ihn dazu zu bringen, mich zu umarmen? Das ist komisch. Ich spüre, dass da jemand ist. Akira ist noch nicht da. Okay. Bist du da? Auch wenn er es nicht so meint. Wenn er mich umarmen will. Jetzt rühr dich nicht vom Fleck. Komm und hol mich, Senpai. Hab dich. Oh, das sind nur die Schultern. Dein Bruder hat Superkräfte. Ich dachte, er würde sich eine größere Umarmung wünschen. Hinata-chan, ich habe dir einen Drink mitgebracht. Ich höre Akiras Stimme von hinten. Akira! Hinata-chan? Was? Wow! Hinata-chan? Ryota-senpai, schön dich zu sehen. Warum ist Hinata-chan in Akiras Zimmer? Bruder, warum bist du mit jemand anderem in meinem Zimmer?
Nein, wir haben nichts gemacht. Mir waren die Augen verbunden, deshalb wusste ich nicht, dass Hinata-chan hier ist. Genau, es war reiner Zufall. Du Abschaum! Du hast Hinata-chan mit mir verwechselt und sie fest umarmt? Umarmt? Ich hab sie nicht umarmt. Akira, du bist auf diese Idee gekommen und hast wahrscheinlich vergessen, dass wir dieses Spiel überhaupt spielen. Du wusstest ganz sicher, dass es Hinata-chan war. Mir waren die Augen verbunden. Wie sollte ich? Könntet ihr zwei euch bitte beruhigen? Irgendwann. Also, warum bist du hier, Hinata-chan? Wir hatten vor, heute auszugehen. Du hast ein Versprechen mit ihr vergessen und dieses blinde Kuh-Versteckspiel angefangen? Oh, es tut mir leid, Hinata-chan. Ich weiß, dass du nicht der ordentliche Typ bist, aber du musst deine Versprechen gegenüber deinen Freunden einhalten. Du musst es nicht so ausdrücken. Ich zieh mich um, verschwinde hier. Schon gut. Geht es dir gut, Akira? Willst du nicht wieder mit ihm befreundet sein? Ich konnte nicht anders. Jetzt hasst er mich bestimmt. Ich bin nur wütend geworden, weil ich eifersüchtig war. Ich bin diejenige, die Schuld daran hat. Ich glaube nicht, dass er dich hasst. Warum besorgst du ihm nicht ein Geschenk, wenn wir zusammen einkaufen gehen? Das ist eine tolle Idee. Dann werde ich mich richtig bei ihm entschuldigen. Ich bin zu weit gegangen. Hinata-chan mit Akira zu verwechseln. Aber warum hat Hinata-chan nichts gesagt, als ich sie an den Schultern gehalten habe? Ich hätte nicht so hart zu Akira sein sollen. Ich frage mich, ob sie mir verzeihen wird. Oh, ich erinnere mich, dass sie beim letzten Mal, als wir zusammen ausgingen, sagte, sie wolle etwas. Wenn ich ihr das besorgen könnte, hätte sie vielleicht bessere Laune. Okay, ich gehe los und kaufe es. Ich bin zu Hause. Ich sehe ihre Schuhe nicht. Sie müssen noch draußen sein. Es ist langweilig, ihr einfach das Geschenk zu geben. Ich werde ihr einen Streich spielen. Ich habe mich in Akiras Kleiderschrank geschlichen, um sie zu überraschen. Wenn sie den Raum betritt, werde ich herausspringen. Nachdem ich sie überrascht habe, werde ich ihr das Geschenk überreichen. Ich muss zugeben, das ist ein perfekter Plan. Bist du überrascht? Das ist ein Geschenk für dich. Wow, danke, Bruder. Er muss in seinem Zimmer sein. Da ist sie, tolles Timing. Los geht's. Es ist ruhig, vielleicht schläft er noch. Hinata-chan? Die Kleider, die wir bekommen haben, sind so süß. Lass sie uns anprobieren. Was? Oh nein, zwei Mädchen ziehen sich in dem Zimmer an, in dem ich bin. Was soll ich nur tun? Wow, Hinata-chan, du bist ja schon wieder gewachsen. Aber du hast so eine schöne Figur, Akira. Ich bin neidisch. Ganz und gar nicht. Ich sehe immer noch nicht wie eine reife Frau aus. Oh nein, ich sollte das nicht hören. Aber ich bin so neugierig. Übrigens, Akira, warum wolltest du, dass ich heute deine Kleidung aussuche? Nun ja, es scheint, als würde mein Bruder mich nicht als Mädchen sehen. Du bist eine Schönheit und hast immer süße Klamotten an. Ich wollte von dir lernen. Könnte das bedeuten, dass du Gefühle für Ryota Senpai hast? Nein, ich bin nur verärgert, dass er mich wie seinen kleinen Bruder behandelt. Ja, es wäre ziemlich seltsam, so etwas zu empfinden, weil ihr beide Geschwister seid. Ja, natürlich. Wovon redest du überhaupt? Na gut, dann probiere ich eben andere Sachen an. Das war knapp. Hinata-chan war kurz davor, meine wahren Gefühle herauszufinden. Ich habe hier ein paar Klamotten, die mir Mama geschenkt hat. Oh. Akira, was gibt's? Bruder? Ja! Ryota-senpai, warum bist du da drin? Hinata-chan, das war nur eine kleine Überraschung. Du hast mich falsch verstanden. Bruder? Entschuldige, es tut mir leid. Es gibt gute Gründe dafür. Es gibt keinen einzigen Grund, sich in das Zimmer deiner Schwester zu schleichen und sich im Schrank zu verstecken. Nein, es sollte eine Überraschung sein. Jedenfalls habe ich nichts gesehen. Halt die Klappe und verschwinde! Sorry. Wie erwartet war es, nachdem sie sich angezogen hatten, Zeit für mich alles klarzustellen. Ich wollte dir nur einen Streich spielen. Ich wollte dir nicht beim Umziehen zusehen. Es tut mir so leid. Aber ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Es ist die Wahrheit. Akira, wenn Senpai das sagt, sollten wir ihm recht geben. Oh nein. Dieses Mal habe ich es wohl wirklich vermasselt.
Ohne mich mit Akira zu versöhnen, habe ich Hinata zum Bahnhof gebracht. Es tut mir wirklich leid, was heute alles passiert ist. Ist schon in Ordnung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Ryota-Senpai. Ich frage mich, warum ich immer alles vermassle. Jeder macht Fehler. Du kommst schon drüber hinweg. Aber ich bin eifersüchtig auf Akira. Hm? Sie hat so einen lustigen Onichan wie dich, Ryota-Senpai. Mein Onichan ist so tollpatschig. Ich bin auch ungeschickt. Ich weiß nicht, wie oft ich Akira heute wütend gemacht habe. Sie muss mich jetzt wirklich hassen. Das ist noch vorübergehend. Ihr werdet bald wieder Freunde sein. Weißt du, Akira redet in der Schule oft über dich. Echt jetzt? Das ist mir ein bisschen peinlich. Sie liebt dich wirklich. Liebe? Das heißt wie Geschwisterliebe, oder? Und was hältst du von Akira? Was ich für sie empfinde? Liebst du sie? Es stimmt, dass ich besondere Gefühle für sie habe. Sie ist wie ein kleiner Bruder für mich, aber gleichzeitig fängt mein Herz an zu pochen, wenn ich mit ihr zusammen bin. Aber wenn ich sagen würde, dass ich sie liebe, würde das unsere Beziehung als Geschwister verändern. Deshalb, ich liebe sie. Wir sind eine Familie. Ist das so? Du bist also in niemanden verknallt? Wahrscheinlich nicht. Wenn dir also ein Mädchen sagen würde, dass sie dich mag, würdest du mit ihr ausgehen? Entschuldige, ich wollte nur etwas nachhaken. Nachhaken? Was nachhaken? Nichts. Danke, dass du mich zum Bahnhof gebracht hast. Oh, okay. Macht's gut. Ich verstand nicht, was Hinata-chan meinte. Aber ich war erleichtert, dass sie meine wahren Gefühle für Akira nicht bemerkt hatte. Ich kam nach Hause und sah, wie Akira ihr Gesicht aus ihrem Zimmer streckte. Bruder, komm mal her. Okay. Das ist ein bisschen peinlich. Wie ist das? Ich habe das heute gekauft, als ich mit Hinata-chan shoppen war. Findest du, dass es mir nicht steht? Nein, das ist es nicht. Es sieht toll an dir aus, Akira. Wirklich? Das ist für dich. Ist das nicht die Halskette, die ich mir gewünscht habe? Das ist es, was ich dir heute schenken wollte. Willst du sie anprobieren? Ja. Übrigens, bist du nicht mehr böse auf mich? Ich wusste von Anfang an, dass du manchmal ungeschickt sein kannst. Es tut mir auch leid, dass ich so den Verstand verloren habe. Tut mir leid, dass ich so ein tollpatschiger Bruder bin. Wie sieht sie an mir aus? Ich finde sie süß. Juppie, dankeschön. Und das hier habe ich für dich. Für mich? Ja, es sieht toll an dir aus. Danke, Akira. Ich werde drauf aufpassen. Vielleicht hätte ich auch einen Schal für dich besorgen sollen. Es wird langsam kälter. Nein, überhaupt nicht. Ich werde diese Halskette immer bei mir haben können. Ist das so? Ich liebe dich, Bruder. Hinata-chan hat mich danach gefragt, aber so wie ich für Akira fühle, ist es nicht. Am nächsten Morgen gingen wir wie immer zusammen zur Schule, als wir Hinata-chan auf dem Weg trafen. Ryota-senpai, der Schal, den Akira für dich ausgesucht hat, sieht toll aus. Wirklich? Vielen Dank. Übrigens, was hast du von Ryota-senpai bekommen? Das ist ein Geheimnis. Jetzt bin ich neugierig. Komm schon, sag mir, was es ist. Während ich die beiden heißen Mädels im Gespräch beobachte, denke ich drüber nach, was Akira gestern zu mir gesagt hat. Ich liebe dich. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Akira und ich unsere Beziehung intensivieren würden, Beziehung aufbauen und in Zukunft nicht mehr nur Stiefgeschwister sein würden.